Martin Lichtmeß wird heute lesen aus Jean Raspails Buch Das Heerlager der Heiligen. Er wird dann eh selber zu dem Buch noch einiges sagen. Nur ganz kurz vorweg, Jean Raspail hat schon Anfang der 1970er Jahre, also 73, das vorweggenommen, was momentan in Europa, an den europäischen Grenzen passiert. Nämlich, dass Tausende, Hunderttausende Menschen aus Afrika und Asien zu uns kommen. Dieses Buch, das ich heute vorstellen möchte, ist in vieler Hinsicht sehr bemerkenswert. Das hat so im Laufe der Jahre erlangt, was man vielleicht so einen Kultstatus nennen könnte. Also das heißt, als es im Jahr 1973 das erste Mal erschienen ist, ist es erst einmal ein paar Jahre liegen geblieben und hat sich aber im Laufe der Zeit immer mehr zu einem Bestseller oder einem Longseller entwickelt. Also ich denke, dass der Roman von Raspail wirklich so eine Art Drehbuch darstellt für das, was wir jetzt erleben. Und wenn Sie jetzt dieses Thema in der Slowakei und in Kroatien ansprechen, dann haben Sie 90% Zustimmung. Das heißt, die Leute sagen, wir sollen europäisch denken, wir sollen zusammenhalten. Und hier ist es genau umgekehrt. Also wenn ich jetzt nur in Österreich diese Diskussion anfache, dann wäre ich nach dem dritten Satz abgebrochen und meistens mit Schimpf und Schande des Lokales verwiesen. Also darum bin ich so wahnsinnig froh, dass diese Diskussion hier in der Stolnach Akademie möglich ist. Vom Inhalt war es sehr gut, ja. Weil ich auch die gleiche Meinung vertrete. Ne? Vielleicht hat das zu grob ausgedrückt, aber es kommt einiges auf uns zu, das ist alles richtig.